So, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bau ohne Hof. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Dietmar und heute stelle ich euch unser neues Projekt vor. Wenn euch Permakultur, Masthühnerzucht, Legehennen und alles Alternative interessiert, dann bleibt dran. So YouTube, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Leider regnet es heute ein bisschen, das macht aber nichts, weil wir haben hier nämlich ein kleines Gartenhäuschen mit Dach, von daher sind wir im Trockenen. Und ich wollte euch jetzt einfach mal auf den neuesten Stand bringen, was wir denn hier so machen, wie es weitergegangen ist, nachdem die Streuobstwiese in nicht so vorangekommen ist, wie wir uns das ja vorgestellt haben. Und weil es auch ein bisschen zu weit weg ist, wo wir wohnen, ehrlich gesagt. So, wir haben jetzt einfach, ich habe vor einem, kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, eine Anzeige in lokalen Blättle geschalten und habe da nach einer Streuobstwiese gesucht, beziehungsweise nach einem Garten. Erfolg kam dann Ende Januar, Februar, ich glaube war Mitte Februar oder sowas in der Richtung, wo dann ein älteres Pärchen gesagt hat, oh, Dietmar, wir haben hier ein kleines Stückchen, das ist direkt hinter meinem Sohn an seiner Schule. Wollt ihr das nicht bewirtschaften, wollt ihr das euch nicht mal angucken. Und dann haben wir schon gedacht, von oh, das ist ja cool, ne? Direkt hinter der Schule, in Laufdistanz von zu Hause und alles rum und dran. Da haben wir gesagt, okay, das gucken wir uns an. So, kurz entschlossen hingegangen, angeguckt, super Teil. Wir haben jetzt knapp 1200 Quadratmeter, die umzäunt sind. Und wir haben nochmal 1000 Quadratmeter nebendran, der ist ja eigentlich noch ein bisschen verwildert ist leider. Aber das passt, weil da können wir nämlich unsere Hühner drauf machen, unsere Masthähnchen. Mehr dazu kommt dann auch später wieder. Was halt cool ist auf dem Stück ist, dass es ist eingezäunt und es wurde längere Zeit nichts drauf gemacht. Das heißt, wir können uns hier wirklich austoben und ausprobieren und machen und tun und gucken, dass alles funktioniert. Und um dieses Projekt so ein bisschen voranzubringen, ist die Idee, dass wir hier, wir haben auf 200 Quadratmeter Beetfläche angelegt und zwar in einem No-Dig-Garden-Style. Das bedeutet, wir wollen eigentlich ein bisschen faul sein, was das ganze Gärtnern anbelangt, weil ich habe keine Lust da jeden Tag nach Unkraut zu jäten und gucken, dass da die ungewünschten Sachen nicht wirklich vorsprießen. Und deswegen haben wir uns für so eine einfachere Methode des Gärtnerns entschieden, nennt sich No-Dig, also ohne Umgraben. Wie wir das gemacht haben, erzähle ich euch im nächsten Video mit einer kleinen Dia-Show, weil wir alles so ein bisschen dokumentiert haben. Der zweite Bestand dieses Projekts sind Legehennen. Wir haben vor 4 Wochen 8 Legehennen bekommen, die jetzt schon fleißig Eier legen. Das ist eine super Sache. Auch da werdet ihr hier in dem Kanal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie wir das gemacht haben, weil wir die auch rotieren jeden Tag. Also die sind nicht immer auf dem gleichen Fleck, sodass immer ein neuer Untergrund für die Tiere da ist und dass die immer glückliche Hennen bleiben und leckere Eier legen. Dann das dritte Standbein, was wir hier noch aufbauen möchten, sind Masthähnchen, und zwar Weidehähnchen aus Freilandzüchtung. Das habt ihr gerade eben im Vorspann schon mal ein bisschen gesehen. Das ist eine sehr interessante Sache, das ist auch ein bisschen meine Lieblingssache, die ich angefangen habe. Da gibt es auf jeden Fall mehr im Kanal, also wenn es euch gefällt, wenn euch diese Themen interessieren, dann Daumen nach oben, abonniert doch den Kanal, das wäre wirklich super. Wir versuchen uns hier so ein bisschen an einer alternativen Landwirtschaft, weil wir einfach denken, in unserer heutigen Zeit, man kann so einfach in den Supermarkt gehen, aber keiner weiß, wo es herkommt, keiner weiß, wie es behandelt worden ist, was drin ist. Die Lobby der Lebensmittelindustrie ist so enorm und so machtvoll, dass man da einfach wirklich gucken muss, dass, also ich als Konsumer möchte wissen, wo meine Lebensmittel herkommen. Und ich sag's von vornherein, wir haben sowas noch nie gemacht. Wir sind gut eingelesen, also wir heißt meine Frau und ich und meine zwei Kinder. Wir versuchen uns jetzt hier einfach mal auf gut Glück und denke, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier keine gelernten Landwirte oder sowas, aber ich glaube, das macht auch gerade den Reiz aus, weil wir einfach normale Leute sind, wie 88 Millionen andere hier auch.
wir arbeiten gerne, wir arbeiten viel und sind auch gerne draußen in der Natur. Und warum nicht das Gute mit dem Nützlichen verbinden und einfach jetzt hier so ein bisschen so eine solidarische Landwirtschaft aufbauen. Die Idee ist, dass wir von unserer Fläche vielleicht 5 bis 6, 7 Personen ernähren können, was wir auch möchten. Einfach um so ein bisschen die Nachbarschaftshilfe und die Solidarität im Zwischenmenschlichen einfach so ein bisschen zu unterstützen. Aber halt natürlich auch mit dem Hintergrund zu wissen, wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her. Es regnet immer noch ein bisschen stärker. Ich hoffe, das macht nichts, weil der Ton wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter werden. Aber ich entschuldige mich jetzt schon mal für das. Genau, also wenn euch das also interessiert, und wenn ihr gerne dabei sein wollt, wie unsere solidarische Landwirtschaft, wie die alternative Landwirtschaft funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wie das abläuft, welche Innovationen wir ausprobieren wollen, dann abonniert den Kanal, dann seid ihr hier genau richtig. Wir versuchen wirklich wöchentlich ein neues Video hochzuladen. Ich weiß, es hat jetzt nicht so funktioniert über die letzten Tage, Monate, weil einfach auch viel Arbeit da war, um alles vorzubereiten. Aber jetzt sind wir soweit. Und wir hoffen wirklich, dass es euch gefällt. Also, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal dranbleiben. Einen wunderschönen 1. Mai wünsche ich euch. Die Gartensaison ist hiermit jetzt eröffnet. Jetzt nochmal abonnieren, Glocke drücken, sodass ihr immer Bescheid wisst, wenn ich ein neues Video hochlade. Bei uns gibt es Permakultur, No-Dick-Gardening, Weidehähnchen, Legehennen, vielleicht in Zukunft noch ein Schwein oder so. Oder Wachteln haben wir uns auch noch überlegt, also eine super Sache. Auch als an die Zuschauer, die jetzt hier draußen sind und überlegen, oh, wie macht man das, wie funktioniert denn das alles? Ich mache das auch nebenberuflich, also vom Zeitaufwand her müssen wir so gucken, wie das funktioniert. Ne? Und wenn euch das interessiert, auch auf einer nebenberuflichen Basis, wir lernen zusammen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also ich versuche auch alles zu teilen, was ich lerne, was ich rauskriege. Dokumentiere auch relativ viel, auch auf Papier, wie viel Futter gebe ich den Hühnern, wie viel Eier legen die pro Tag und sowas in der Richtung. Wird interessant, wird eine gute Geschichte. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also, wir sehen uns später. Mein Name ist Dietmar, ich bin euer Bauer ohne Hof. Danke fürs Einschalten und bis später. Ciao. Das ist der erste Regen, den dieses Grundstück gesehen hat, seit wir es haben. Der ganze April war ja echt dürr und wir sind so froh, dass es jetzt endlich angefangen hat zu regnen und dass die Sachen anfangen zu wachsen. Super Sache. So, das ist also quasi unser No-Dig-Garten, unser Gartenbeet. Wie wir das gemacht haben, wie gesagt, zeige ich euch im nächsten Video. Also, ne? Also das sind unsere 8 Legehennen, wirklich super Tiere. Wenn ihr einen Garten habt, ich kann euch nur empfehlen, Legehennen zu halten. Und wenn es nur 2, 3 Stück sind, es ist wirklich witzig, wirklich witzig. Der beste Weg, um kleine Tiere zu halten, finde ich, um das auch immer auf einer Wiese zu haben und so, ist eine Chickshaw. Ja, wir haben uns die gebaut. So schaut die aus, hat 2 Räder. 2 Brutkästen in der Mitte, da passen 8 Stück rein. Wie wir das gemacht haben, machen wir vielleicht mal ein Video, wenn wir eine neue bauen. Ne? Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und die kleinen Ladies, die jungen Damen, genießen mal
das gute Gras und die Würmer, die jetzt alle nach dem Regen rauskommen. Sehr gut. Die Eier sind top.